Ein neuer Auftrag. Und er kam in einer Zeit, wo wir so einiges zu tun hatten. Viele Menschen kontaktierten uns und suchten Rat und Hilfe bei ihren etwas ungewöhnlichen Problemen. In diesem Fall erhielten wir eine Nachricht von einer jungen Familie, die so einige Spukphänomene in ihrem Haus wahrgenommen hatte. Sie hatten eine kleine Tochter im Alter von 3 Jahren und immer wenn Kinder betroffen sind, kümmern wir uns sofort und nehmen uns dieser Fälle an. Im Vorgespräch erzählten uns die Eltern, was alles in ihrem Haus vorging und wie sie die ganzen Geschehnisse wahrnahmen. Als erstes fiel ihnen auf, dass das Mädchen mit einem imaginären Freund zu sprechen schien. Kinder haben ja oft eingebildete Freunde, aber wenn so kleine Kinder von diesen Spielkameraden berichten, sollten Eltern ihren Kindern aufmerksam zuhören und glauben, wenn sie von einem unsichtbaren Freund oder einer Freundin erzählen. Denn so kleine Kinder haben oft noch eine natürliche Gabe, mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Wenn sie dann erst ins Schulalter kommen, verlieren sie diese Wahrnehmungsfähigkeit mit der Zeit. Das Mädchen sprach also öfter mit ihrem Freund, aber sie hatte auch Angst. Angst vor allen Dingen in ihrem Zimmer. Immer wieder wachte sie nachts auf und zeigte schreiend vor Angst auf eine Kommode, die gegenüber ihrem Bett stand. Außerdem wollte die Kleine die Küche nicht betreten. Wenn ihr Ball dort hineinrollte, mussten die Eltern ihr diesen wieder herausholen, da sie Angst hatte, in den Raum hineinzugehen. Auch die Katze weigerte sich, in die Küche zu gehen und wurde deswegen schon im Flur gefüttert. Aber nicht nur das Kind und die Katze bemerkten ungewöhnliche und merkwürdige Dinge, sondern auch die Eltern nahmen so einiges wahr. Sie rochen verschiedene Gerüche, wie zum Beispiel Zigarettenrauch oder einen Fäulnisgeruch. Sie hörten immer wieder Geräusche. Schranktüren gingen von alleine auf und zu. Sie spürten Kälte und sahen einen ca. 2 Meter großen Schatten. Die Mutter wurde öfter am Haar berührt und das Gruseligste war die männliche Stimme, die beide Elternteile wahrnahmen. Sie kam meist in Verbindung mit lauten Schritten, die durch die Wohnung stampften. All diese Ereignisse geschahen immer wieder und das nun schon seit einigen Monaten. Wir verabredeten uns also kurzfristig und wollten uns diese offensichtliche Spukwohnung einmal genauer ansehen. Wir waren zu fünft und hatten unsere gesamte Ausrüstung dabei. Als wir zu dem Haus kamen, wurden wir sehr herzlich empfangen und gingen mit der Mutter der Familie in die erste Etage. Es handelte sich um ein Haus mit 2 Wohnungen. Im Erdgeschoss wohnten die Eltern der Mutter. Diese hielten nicht viel von den Geistergeschichten. Sie glaubten an so etwas nicht und meinten, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn würden sich das alles nur einbilden. Wir würden also nur die obere Wohnung untersuchen dürfen und gingen gespannt die Treppe hinauf. Die gesamte Wohnung wirkte irgendwie dunkel und unheimlich, was allerdings auch an der Holzvertäfelung gelegen haben könnte. Wir setzten uns kurz mit der Mutter zusammen und besprachen noch einmal, wie wir vorgehen wollten. Sie war allein bei der Untersuchung dabei. Ihr Mann und ihre Tochter waren übers Wochenende zu seinen Eltern gefahren. Danach bauten wir unsere Geräte auf. Wir hatten einige Kameras, die wir im Schlafzimmer und im Kinderzimmer aufstellten. Das übernahm einer unserer jungen Gastermittler. Er kam, nachdem er die Kamera im Kinderzimmer installiert hatte, zurück ins Wohnzimmer und war kreidebleich. Es hätte definitiv etwas hinter ihm gestanden und ihn am Haar berührt. Er sah sichtlich erschrocken aus und musste sich von diesem Schock erst einmal erholen. Er war das erste Mal bei einer Untersuchung dabei und hatte wahrscheinlich nicht damit gerechnet, gleich zu Anfang eine solche Erfahrung zu machen. Dann begannen wir erstmal unsere allgemeinen Untersuchungen durchzuführen. Das heißt, zuerst stellten wir uns vor. Das ist wichtig, damit eventuell anwesende Seelen oder Geister wissen, wer wir sind und dass wir nichts Böses im Schilde führen. Danach machten wir viele Fotos und Messungen mit dem Thermometer und dem K2-Meter. Dieses Gerät misst elektromagnetische Felder und kann einen Hinweis auf geistige Wesen in der Nähe geben. Das K2-Meter schlug im Wohnzimmer hin und wieder aus, sodass wir dann entschlossen, eine Kommunikation mit der Taschenlampe zu versuchen. Wir setzten uns also alle hin und legten unsere Taschenlampe in der Mitte des Zimmers auf einen kleinen Tisch. Bei dieser Art der Kommunikation wird eine Taschenlampe so eingestellt, dass sie kurz vor dem Angehen ist. Dann wird sie still hingelegt und die Seelen haben dann die Möglichkeit, die Taschenlampe kurz aufleuchten zu lassen. Wir erklären den Geistwesen dann, dass sie bei einem Ja die Lampe leuchten lassen sollen und bei einem Nein eben nicht. Wenn Seelen in der Nähe sind, die mit uns in Kontakt kommen wollen,
klappt diese Art der Kommunikation eigentlich immer am besten. Und so war es auch bei dieser Untersuchung. Kaum hatten wir die ersten Fragen gestellt, ging schon die Taschenlampe an und der Geist war sehr kooperativ und beantwortete fast alle Fragen auf Anhieb. Auch das Wiederausschalten der Taschenlampe nach einem Jahr klappte erstaunlich gut. Parallel dazu leuchtete auch das K2-Meter häufig auf, sodass wir uns sicher sein konnten, es ist eine Seele bei uns. Zuerst fragten wir unsere Standardfragen wie: Bist du alleine hier? Hast du hier einmal gelebt? Bist du mit der Familie verwandt? Wir bekamen klare und schnelle Antworten. Das Wesen, was in dieser Wohnung war, hatte nie hier gewohnt, war allein und wollte etwas von dem Kind. Und als wir es fragten, sagte es ganz eindeutig, dass es nichts Gutes sei. Die Mutter, die bei der Untersuchung ja dabei war, sah uns erschrocken an. Sie hatte genau das befürchtet und Panik breitete sich bei ihr aus. Sie hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, dass es hauptsächlich um ihre Tochter ging. Und sie fühlte, dass das Kind in Gefahr war. Als wir unser Frage- und Antwortspiel mit der Taschenlampe gerade beendet hatten, fiel uns eine Gestalt auf, die wir mit unserer Kinect-Kamera sehen konnten. Die Kinect bildet für uns nicht sichtbare Gestalten als Strichmännchen auf dem Laptop ab. Diese Gestalt saß neben der Mutter auf dem Sofa und es sah so aus, als wenn sie sie umarmen würde. Wir fragten sie, ob sie etwas spüren würde und sie antwortete nur, dass ihre Angst weniger sei und sie sich irgendwie beschützt fühlen würde. Das konnte also nicht der unangenehme Geist sein, der es auf das Kind abgesehen hatte. Dieses Wesen musste wer anderes sein und die junge Mutter hatte das Gefühl, es sei vielleicht ihre vor einem Jahr verstorbene Großmutter, die sie beschützte. Das hörte sich auch für uns stimmig an. Wir wussten also, da war ein nicht so freundlicher Geist, der dem Kind Angst machen wollte, und da war die Großmutter, die die Familie beschützen wollte. Aber wer war der böse Geist und wie konnten wir ihn wieder vertreiben? Wir fragten die Mutter nochmal nach eventuell Verstorbenen, die ihr in den Sinn kommen würden, als wir plötzlich aus unserem Portal einen Namen hörten. Das Portal lief die ganze Zeit nebenher und einer unserer jungen Helfer schrieb alle Wörter auf, die er so raushörte. Das Portal scannt die ganze Zeit Radiofrequenzen und hin und wieder hört man Worte oder ganze Sätze heraus. Und genau in diesem Moment, wo wir die junge Mutter danach fragten, ob sie sich vorstellen könnte, wer ihrem Kind Angst machen will, hörten wir einen Namen. Gerald. Ganz klar und deutlich. Da wurde sie ganz aufgeregt und sie erzählte uns eine spannende Geschichte. Einige Jahre zuvor, sie war noch nicht einmal verheiratet, arbeitete sie als Erzieherin in einer Kita. Sie und ihre Kollegin waren mit den Kindern oft auf einem Spielplatz im nahegelegenen Park, als sie dort im Gebüsch einen Mann erwischten, der sich vor den Kindern entblößt hatte. Sie riefen sofort die Polizei und sie fassten den Mann dann tatsächlich. Es stellte sich heraus, dass er das wohl schon öfter auch in benachbarten Städten gemacht hatte und immer wieder hatte er sich vor Kindern entblößt. Der Fall wurde dann in der Presse breitgetreten und der Mann, der ein bekannter Taxifahrer in der Stadt war, konnte dem Druck wohl nicht mehr standhalten und nahm sich das Leben noch bevor es zu einer Gerichtsverhandlung kommen konnte. Das musste er sein. Das war bestimmt die ruhelose Seele, die auch nach seinem Tod Freude daran hatte, kleine Kinder zu erschrecken. Und sich vielleicht bei der jungen Mutter rächen wollte, da sie damals die Polizei gerufen hatte. Nun war es an uns, mit ihm nochmal Kontakt aufzunehmen und zu versuchen, ihn ins Licht zu schicken. Wir sprachen mit ihm und versuchten ihm klarzumachen, dass er nichts mehr hier verloren hätte und dass er ruhig ins Licht gehen könnte, da dort seine Erlösung wäre und er dort zu Hause ist. Auch versuchten wir ihm die Angst zu nehmen, dass er dort nicht willkommen sei und so manifestierten wir eine Lichtsäule und baten Gerald, dort hineinzugehen. Anschließend räucherten wir die Wohnung noch mit weißem Salbei aus und hofften, dass der Spuk damit ein Ende hatte. Tatsächlich kehrte Ruhe ein. Die Familie wurde nicht mehr belästigt. Nur hin und wieder hörten sie noch Geräusche oder Schritte und sie nahmen den Geruch von Lavendel wahr. Aber das war der Geruch der Seife, die die Großmutter immer benutzt hatte. Thank you.
Ich berichte euch heute von einem Fall, der schon einige Jahre zurückliegt und einer unserer ersten richtig spannenden Fälle war. Ein junges Ehepaar meldete sich bei uns. Sie bräuchten dringend Hilfe. Sie hörten sich sehr verzweifelt an. Was war da los? Wir schickten ihnen unser Anmeldeformular zu. Das machen wir immer, wenn die Klienten uns kontaktieren. Die Betroffenen sollen dort einmal alle bisherigen Vorkommnisse aufschreiben und dann auch noch einige Zeit Protokoll führen und vermerken, was und vor allen Dingen, wann etwas passiert ist. Das Interessante an diesem Fall war, dass das Paar in ihrem vorherigen Haus schon einmal Paranormales erlebte und sie deswegen natürlich besonders besorgt waren. Hatte sich etwas an sie gehängt? Haben sie es vielleicht mit ins neue Haus gebracht? All diese Fragen wollten wir gemeinsam auf den Grund gehen und besuchten die beiden, um das Haus in Augenschein zu nehmen. Die beiden heißen Sabine und Frank und wohnten damals mit ihren zwei Katzen in dem Haus. Das Haus wurde im Jahr 1920 gebaut und war früher einmal ein Bauernhof. In den 60er Jahren wurde es allerdings kernsaniert und vom ursprünglichen Haus stehen nur noch die Grundmauern. Ab dieser Zeit wohnte in dem Haus eine Familie. Ein Ehepaar mit ihrer intelligenzgeminderten Tochter. Die Tochter wurde vom Verstand her nie richtig erwachsen und verstarb dann als junge Frau. Die Eltern sind über ihren Tod nie richtig hinweggekommen. Bevor Sabine und Frank in das Haus gezogen sind, ist die Vorbesitzerin dann verstorben. Und ihr Mann kam in ein Pflegeheim. Als die beiden dann in das Haus einzogen, war zuerst alles okay. Es war sogar ein besonders positives Gefühl. Das erste eigene Haus. Zuvor wohnten sie nur zur Miete. Doch nun waren sie angekommen und nun konnten sie daran denken, eine Familie zu gründen. Doch nach ein paar Wochen im Haus, als alle Kartons ausgepackt und alle Bilder an den Wänden hingen, ging der Spuk los. Sie hörten Schritte in der Nacht und vor allem auf der Treppe. Als wenn jemand immer wieder die Treppe rauf und runter laufen würde. Außerdem rochen sie modrige und faule Gerüche überall im Haus, die genauso schnell wieder verschwanden, wie sie kamen. Sie hatten erdrückende Gefühle, waren traurig und fühlten sich beobachtet. Und das nicht nur im Haus, sondern auch im Garten. Auch Besucher bemerkten diese dunkle Atmosphäre und fühlten sich nicht wohl in dem alten Haus. Sabine und Frank litten auch unter körperlichen Beschwerden, wie Erschöpfung und Kopfschmerzen. Im Vorgespräch mit den beiden erfuhren wir, dass die Mutter von Sabine kürzlich verstorben sei, was uns natürlich aufhorchen ließ. Wir behielten diese Information im Hinterkopf und hofften, dass es vielleicht die Mutter war, die sich hier meldete und dass es damit nichts Beängstigendes für Sabine und Frank war. Als wir dann an dem Abend bei den beiden ankamen, wurden wir herzlich begrüßt. Das Haus war toll, ein altes Haus, das die beiden sehr modern eingerichtet hatten. Wir brachten unsere Ausrüstung hinein und setzten uns dann erstmal mit den Hausbesitzern an den Tisch, um noch einmal den jetzigen Stand der Dinge zu erfahren. Die beiden gaben an, dass sie immer noch Schritte auf der Treppe hörten und oben vom Dachboden. Aber das war noch nicht alles. Sabine hatte in einem Extrazimmer, dem zukünftigen Kinderzimmer, eine Vitrine stehen, in der sie kleine Kristallfiguren sammelte. Es waren alles kleine Tiere und immer wieder waren morgens die Figuren durcheinander. Manchmal war eine umgekippt oder die Figuren wurden vertauscht. Manchmal waren sie auch nur ein kleines bisschen verschoben. Mal waren die Bewegungen groß und recht auffällig, manchmal nur ganz gering. Und man merkte es kaum. Die beiden hatten ja zwei Katzen, sodass wir natürlich sofort überlegten, ob es sie waren, die die Tiere in der Vitrine verschoben. Aber die Vitrine hatte Türen und so konnten es die Katzen nicht sein. Wir fragten natürlich auch, ob die Katzen vielleicht auf der Vitrine schlafen würden und durch die Erschütterung beim Draufspringen die Figuren vielleicht bewegt werden würden. Aber Sabine und Frank beteuerten, dass die Katzen nicht auf die Vitrine springen würden. Nun gut, es gab also einiges zu untersuchen und so machten wir mit Sabine und Frank einen Rundgang durch das Haus.
Bei diesen Rundgängen überlegen wir immer schon einmal, wo wir welche Messgeräte positionieren. Wir spüren einfach auch schon mal in die Energie des Hauses hinein. Was fühlen wir? Wie fühlt sich die Atmosphäre an? Auch sahen wir uns die Vitrine mit den Kristallfiguren an. Sie war über 2 Meter hoch und hatte 2 Glastüren, die wirklich fest verschlossen waren. Wir ruckelten an der Vitrine, aber konnten dadurch keine der Figuren bewegen oder umkippen. Wir beschlossen, vor der Vitrine eine Kamera aufzubauen und in die Vitrine unseren Ball zu legen. Dieser hatte ein aufgemaltes Gesicht und man kann dadurch gut sehen, ob er bewegt wurde. Danach gingen wir weiter auf unserem Rundgang durchs Haus. Ein Zimmer war etwas merkwürdig. Anders kann ich das jetzt hier nicht beschreiben. Es handelte sich um einen ziemlich kleinen Raum im Obergeschoss mit 2 kleinen Fenstern. Hier war irgendwie alles schief. Die Wände, der Boden, irgendwie hatte man das Gefühl, schwindelig zu sein. Das ging Sabine und Frank auch immer so und sie meinten, dass sie das Zimmer so gut wie nie betreten würden. Es diente eher als Abstellraum. Was war es, was das Zimmer so merkwürdig erscheinen ließ? Wir würden hier später noch eine intensive Untersuchung durchführen. Aber auch der Dachboden sollte für uns noch interessant werden und wir nahmen uns vor, dort oben, trotz der Kälte in dieser Nacht, eine längere Untersuchung vorzunehmen. Insgesamt empfanden wir die Stimmung im Haus nicht als besonders düster. Unsere beiden medial begabten Mitglieder im Team verspürten zwar die Anwesenheit von Seelen, aber es fühlte sich nicht böse an. Das sagten mir dann auch Sabine und Frank und die beiden sahen gleich etwas erleichterter aus. So, nun ging es ans Auspacken und Aufbauen. Sabine und Frank blieben im Haus, zogen sich aber zurück und überließen uns das Feld. Nachdem wir alles aufgebaut hatten, nahmen wir uns zuerst das kleine schiefe Zimmer vor. Wir machten viele Fotos dort und bauten unser Portal auf, um Antworten auf unsere Fragen von den Seelen zu bekommen. Wir sahen jetzt schon auf den Fotos, dass wir ziemlich beeindruckende Orbs aufnahmen. Und das Interessante war, dass es immer 2 waren, die nebeneinander auf dem Bild zu sehen waren. Und einer von ihnen sah auf mehreren Bildern irgendwie langgezogen aus, wie eine Schlange. Das Phänomen hatten wir bisher noch nie gehabt. Wir stellten Fragen und erhielten spannende Antworten. Offensichtlich waren 2 Seelen anwesend. Beide weiblich und beide waren eng miteinander verbunden. Wir tippten natürlich auf die verstorbene Hausbesitzerin und ihre Tochter, die ja als junge Frau gestorben war. Die Seele der Tochter präsentierte sich uns aber eher als Kind, was allerdings bei der geistigen Einschränkung, die die junge Frau gehabt hatte, auch passen würde. Sie war halt wie ein Kind und zeigte das jetzt auch. Sie war verspielt und das würde auch das Verrücken und Verschieben der Kristallfiguren erklären. Als wir dann in dem schiefen Zimmer unsere Antworten hatten, machten wir uns auf dem Dachboden nach weiteren Erklärungen zu suchen. Wir wollten hier oben mit der Kinect-Kamera arbeiten. Diese Kamera bildet für uns nicht sichtbare Wesen als Strichmännchen auf dem Laptop ab. Ich begab mich in den hinteren Teil des Dachbodens und machte Fotos und Videos, während die anderen beiden vom Team mit der Kinect den Raum scannten. Als sie plötzlich sagten, ich solle still stehen bleiben, neben mir wäre ein Wesen. Ich blieb stehen und bemerkte tatsächlich ein Kribbeln an der rechten Hand. Es fühlte sich an wie eine Gänsehaut oder wie elektrisch aufgeladen. Meine Teamkolleginnen sprachen das Wesen an und sagten ihm, es soll meine Hand nehmen. Ich streckte den Arm noch weiter aus und wir erhielten spektakuläre Aufnahmen. Ein kleines Wesen von der Größe eines Kindes fasste mich an der Hand und ich konnte es tatsächlich spüren. Es war aufregend und gleichzeitig berührend. Ich hatte kein Angstgefühl, sondern es fühlte sich einfach nur interessant an. Das Wesen versuchte nun an mir hochzuklettern. Das konnten meine Freundinnen genau beobachten und aufzeichnen. Die Kinderseele wollte von mir auf den Arm genommen werden.
So interpretierten wir diese Aufnahmen der Kamera. Das Ganze ging mehrere Minuten so, bevor das Wesen dann plötzlich verschwand. Wir waren alle drei sehr aufgeregt und saßen zusammen vorm Laptop, um uns diese spannenden Aufnahmen noch einmal anzusehen. Es war einer der ersten Einsätze, wo wir die Kinect-Kamera benutzten und waren natürlich entsprechend glücklich, dass wir gleich solch tolle Aufnahmen bekamen. Wir saßen also vor dem Bildschirm auf dem dunklen Dachboden und sahen uns die Aufnahmen an, als die Tür zum Dachboden ganz langsam und laut knarrend aufging. Alle drei schauten wir gespannt auf die Tür und holten gerade tief Luft, um einen Schrei des Schreckens auszustoßen, als sich dieser Schrei in Lachen verwandelte. Es war die Katze, die auf den Dachboden kam und die Tür aufgedrückt hatte. An diese lustige Situation denken wir heute noch gerne zurück. Jetzt war es an der Zeit, alle Geräte abzubauen und wieder zu verpacken. In der Vitrine hatte sich nichts bewegt, die Figuren standen immer noch an Ort und Stelle und auch der Ball lag noch so, wie wir ihn zurückgelassen hatten. Nachdem wir alle Kameras und Messgeräte abgebaut und verstaut hatten, setzten wir uns mit den Aufnahmen der Kinect, den Bildern und den Antworten aus dem Portal mit Sabine und Frank zusammen, um alles zu besprechen. Wir alle kamen zu dem Ergebnis, dass es die verstorbene Vormieterin war, die in dem Haus mit ihrer Tochter anwesend war. Wahrscheinlich konnte sie nicht ins Licht gehen, weil ihre Tochter noch die ganze Zeit hier im Haus war. Wir zündeten eine Kerze an und wir versuchten, die beiden dazu zu bringen, über eine von uns visualisierte Lichtsäule ins Jenseits überzutreten. Was uns auch gelang. Wir alle, die am Tisch saßen, rochen plötzlich einen angenehmen Blumenduft und Manu, unser Teammedium, sagte, sie seien ins Licht gegangen. So saßen wir noch einen Moment zusammen und als wir danach das Haus verlassen wollten, ging ich noch einmal in das Kinderzimmer mit der Vitrine und tatsächlich war nun eine der Figuren umgekippt. Wie ärgerlich, jetzt als die Kamera abgebaut war. Aber so ist es oft. Kaum sieht man nicht hin, passiert etwas Spannendes. Ich machte natürlich sofort ein Beweisfoto und wir mussten alle lachen. Da hat die Tochter dann doch noch mal kurz mit den Figuren spielen müssen. Sabine und Frank erging es danach recht gut. Sie hatten keine Angst mehr in ihrem Haus und dachten sogar daran, die Familie zu vergrößern. Die Angst davor, in einem Spukhaus ein Baby zu bekommen, war verschwunden. Die Schritte auf der Treppe waren auch nicht mehr zu hören. Aber hin und wieder spielt da doch noch jemand mit den Kristallfiguren. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, ereignete sich zu einer Zeit, in der wir wirklich viel zu tun hatten und viele Anfragen bekamen. Es warteten einige interessante und spannende Fälle auf uns, aber dieser Fall war irgendwie besonders. Er berührte uns sehr und ich hoffe, euch geht es ebenso. Wir wurden von einer jungen Familie kontaktiert. Die Eltern schienen verzweifelt zu sein. Sie hießen Sonja und Peter und hatten vor einiger Zeit ein Kind verloren. Ihr Sohn Tim, den alle liebevoll nur Timmy nannten, war plötzlich und unerwartet an einem Herzstillstand gestorben. Er war erst 4 Jahre alt. Für alle war dieser Verlust fast nicht zu ertragen. Sie hatten noch 3 andere Kinder, ein 3-jähriges Mädchen und ein Zwillingspärchen. Die Jungs waren damals 6 Jahre alt. Auch die Geschwisterkinder waren sehr traurig und kamen über den Tod ihres Bruders zuerst gar nicht hinweg. Nun bemerkten Sonja und Peter aber immer wieder,
dass die Kinder mit einem unsichtbaren Freund spielten und sprachen. Als die Eltern ihre Kinder fragten, mit wem sie dort spielen würden, sagten sie wie selbstverständlich, dass es doch Timmy sei. Die Kinder waren eher erstaunt, dass ihre Eltern ihn nicht sehen konnten. Zuerst dachten die Eltern, dass es ein Bewältigungsmechanismus der Kinder war und sie einfach nur mit ihrer regen Fantasie ihren Bruder erschufen. Aber im Haus passierten auch im Beisein von Sonja und Peter merkwürdige Dinge. Gegenstände waren nicht mehr dort, wo sie sie hingelegt hatten. Und das passierte ganz besonders oft mit Spielzeug. Einmal passierte Folgendes. Sonja brachte die Kinder in den Kindergarten und in die Schule. Als sie danach zurück nach Hause kam, lag ein Stofftier mitten im Flur auf dem Fußboden. Sie wusste genau, dass das vorher dort nicht lag, und sie wusste auch genau, dass dieses Stofftier, ein Pandabär, immer oben auf dem Kleiderschrank ihrer Tochter saß. Wie konnte das sein? Wie konnte das Stofftier vom Kleiderschrank fallen und dann in den Flur kommen? Immer wieder beschwerten sich auch die Kinder darüber, dass Spielzeug, welches sie gerade noch hatten, plötzlich weg war. Und sie beschuldigten sich natürlich gegenseitig, es versteckt zu haben. Es gab oft Streit im Haus und Sonja und Peter verstanden die Welt nicht mehr. Außerdem fühlten sie sehr oft die Anwesenheit von etwas oder jemandem. Beide bildeten sich ein, dass es ihr verstorbener Sohn war. Eine Zeit lang lebte die Familie damit und sie waren sogar froh, ihren geliebten Sohn noch bei sich zu haben. Aber irgendwann hatten sie das Gefühl, dass es nicht richtig ist und dass die Seele ihres Jungen ja eigentlich woanders sein sollte. Und da riefen sie uns zur Hilfe. Sie wollten versuchen, mit unserer Hilfe Kontakt zu dem Jungen aufzunehmen und ihn vielleicht dazu zu bewegen, ins Licht zu gehen. Wir vereinbarten einen Termin und besuchten die Familie. Wir waren wie fast immer zu dritt und hatten alle unsere Ausrüstungsgegenstände im Gepäck, als wir eines Abends bei Sonja und Peter vor der Tür standen. Die Kinder waren an dem Abend nicht da und übernachteten bei den Großeltern. Wir unterhielten uns lange mit Sonja und Peter und bauten dann unsere Geräte auf. Wir erhofften uns Ergebnisse vor allem mit unserer Spiritbox. Damit werden Radiofrequenzen gescannt und man kann mit etwas Glück Geisterstimmen einfangen. Außerdem stellten wir unseren Teddy auf, der auf Berührung reagiert, und unseren kleinen Hund, der einen Bewegungssensor hat und bellt, wenn etwas in seine Nähe kommt. Aber wir legten auch Bälle aus und einen aufgeblasenen Luftballon, denn damit hatte Timmy immer besonders gern gespielt, erzählten uns die Eltern. Wir begannen unsere Untersuchung und stellten der vielleicht anwesenden Seele Fragen. Wir vermuteten, dass es Timmy war, aber es hätte auch eine andere Seele oder ein anderes Wesen sein können, das nur vorgibt, Tim zu sein. Bei solchen Untersuchungen ist immer auch Skepsis und Vorsicht geboten. Zuerst geschah gar nichts, keine Reaktion auf unsere Fragen. Die Spiritbox gab uns nur Rauschen und gelegentlich einige Fetzen von Radiosendern. Wir beschlossen, eine kurze Pause zu machen und gingen alle zusammen in die Küche, um einen Kaffee zu trinken. Wir waren circa 15 Minuten nicht im Wohnzimmer und als wir dann zurückkamen, konnten wir es nicht glauben. Der Ball und auch der Luftballon hatten sich bewegt. Nicht viel, aber sie lagen nicht mehr dort, wo sie vorher waren. Das stimmte uns positiv und wir hofften nun, Ergebnisse zu bekommen. Wir ließen unser Portal laufen. Auch dieses Gerät scannt Frequenzen und fängt Stimmen ein. Wir fragten noch einmal, ob jemand anwesend sei und hörten dann nach einiger Zeit ganz deutlich den Namen Timmy. Wir alle bekamen eine Gänsehaut und Sonja und Peter fingen an zu weinen. Wir fragten, was er hier noch suche und ob er nicht ins Licht gehen wolle. Erst hörten wir gar nichts weiter.
Dann kam das Wort Grab und kurz danach Friedhof. Zuerst waren wir sehr skeptisch, denn wenn solche klassischen Worte wie Grab, Friedhof, Hölle, Teufel oder ähnliches aus dem Gerät kommen, dann ist das nicht sehr glaubhaft. Sonja und Peter erzählten uns, dass mit dem Grab von Timmy alles in Ordnung sei und sie regelmäßig hingingen. Als nächstes hörten wir dann das Wort Teddy. Wir fragten die Eltern und sie meinten, dass Timmys Lieblingsteddy auf seinem Grab sitzen würde. Da überlegten wir uns, dass es vielleicht doch einen Grund für das Wort Grab aus dem Portal gab. Wir fragten weiter, ob Timmy uns noch etwas zu sagen hätte und hörten dann zweimal den Namen Niklas. Sonja und Peter kannten aber beide keinen Jungen, der Niklas hieß. Aber dass der Name zweimal zu hören war, das war schon sehr ungewöhnlich und konnte kein Zufall sein. Wir fragten Timmy erneut, ob er nicht ins Licht gehen wolle, aber wir bekamen keine Antwort mehr. Wir alle kamen zu dem Entschluss, dass es etwas mit dem Friedhof und dem Grab zu tun haben müsste. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag und wollten zusammen auf den Friedhof gehen. Am nächsten Tag trafen wir Sonja und Peter am späten Nachmittag vor dem Friedhof. Wir gingen zusammen hinein und merkten schnell die angespannte Stimmung bei den beiden. Sie hatten offensichtlich Angst vor dem, was gleich passieren würde. Wir erreichten den Weg, in dessen Mitte auf der linken Seite das Grab von Timmy war, und Sonja fiel sofort auf, dass der Teddy nicht mehr am Fuß des Grabsteins saß. Sie lief hin und suchte überall nach Timmys Lieblingsbären. Sie weinte und konnte sich kaum beruhigen. Meine Teamkollegin und ich sahen uns die Gräber in der Nähe an. Es waren fast alles Kindergräber. Das ist auf Friedhöfen oft so, dass die Kindergräber zusammengelegt werden. Uns fiel ein Grab ganz in der Nähe auf, das total vernachlässigt war. Es war mit Unkraut überwachsen und der kleine Grabstein war mit Vogeldreck übersät und stand ganz schief. Wir konnten es kaum glauben, aber auf dem Grab, inmitten des ganzen Unkrauts, saß ein Teddy. Wir riefen die anderen und Peter bestätigte, dass es Timmys Teddy war. Sonja drückte den Bären an ihre Brust und schluchzte laut. Dann sahen wir den Namen auf dem Grabstein. Und es war Niklas. Dort stand Niklas Niemeyer. Der Junge war ein Jahr vor Timmy gestorben und ebenfalls 4 Jahre alt, als er starb. Wir alle standen wie gebannt vor dem verwilderten Grab und konnten es kaum glauben. Wir alle hatten Gänsehaut und waren sehr berührt. Recht schnell hatten wir dann eine Theorie. Vielleicht hatte die Seele von Timmy Kontakt zu der von Niklas und wollte, dass sich jemand auch um das Grab seines kleinen Geisterfreundes kümmert. Für uns hörte sich das schlüssig an und die Eltern von Timmy nahmen sich vor, sich in den nächsten Tagen auch um das Grab von Niklas zu kümmern und es wieder herzurichten. Wir verabschiedeten uns und hofften, dass die Familie sich noch einmal melden würde, um uns zu erzählen, wie sich alles weiterentwickelte. Ein paar Tage später bekamen wir ein Foto von dem jetzt sehr hübsch gestalteten Grab von Niklas. Die Familie berichtete uns, dass zu Hause immer noch Aktivitäten zu verzeichnen seien und auch die Geschwisterkinder immer noch mit unsichtbaren Spielkameraden redeten und spielten. Aber sie wüssten jetzt, dass es Timmy und vielleicht auch Niklas waren und machten sich keine Sorgen mehr. Sie waren davon überzeugt, dass ihr Sohn ins Licht gehen würde, wenn es für ihn der richtige Zeitpunkt sei. Wir hatten jedoch etwas Sorge, dass die Familie zu sehr an Timmy festhielt und er deswegen nicht auf die andere Seite gehen konnte. Wir sagten ihnen, sie sollten sich gerne wieder melden, wenn sie doch noch unsere Hilfe benötigten, um Timmy ins Licht zu schicken.
Einige Wochen später rief uns Sonja erneut an und erzählte uns, dass seit Wochen Ruhe im Haus herrschte. Keine Aktivitäten mehr. Es sah so aus, als ob Timmy nun auf der anderen Seite sei. Sie sagte das mit sehr trauriger Stimme und man hörte, dass sie leise weinte. Dies war einer der emotionalsten Fälle, mit denen wir je konfrontiert wurden. Es hat uns gezeigt, dass es manchmal wichtig ist, sich auch um Dinge zu kümmern, die auf den ersten Blick unwichtig oder völlig abwegig erscheinen. Und wenn ihr das nächste Mal auf dem Friedhof seid, dann legt doch eine Blume auf ein verwildertes Kindergrab.